Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin hier bei der Freiwilligen Feuerwehr in Södel gemeinsam mit der Firma Firedoss, mit dem Tristan. Hallo. Hallo Willi. Wir hatten ja schon mal ein Video gemacht und da gab es tolle Diskussionen unter dem Video und haben gesagt, komm, wir machen nochmal ein Video, wo wir ein bisschen mehr auf die Grundlagen eingehen. Wir wollen mal so ein bisschen nochmal zwei Schritte zurückgehen und wirklich mal vergleichen, heute hauptsächlich, sag mal, löschen mit Netzmittel und ohne. Genau. Und zeigen halt ganz einfach den Vergleich. Einmal löschen nur mit purem Wasser und löschen mit Netzwasser. Genau, löschen später. Jetzt erstmal nur die Eigenschaften am Anfang, würde ich sagen, dass wir mal darauf eingehen. Also wir greifen das Thema nochmal neu an und dröseln das mal ein bisschen mehr für euch auf. Alles klar? Los geht's. Jetzt gehen wir ganz einfach her und füllen hier zwei Becher mit Wasser und dann mixen wir unser Netzwasser da draus. Also wir sind ganz einfach hier. Das reicht schon? Das reicht schon, ja, okay. Genau. Also nur ein kleiner Schuss und dann? Und dann einfach mal ein bisschen durchmischen. Man sieht es auch von der Verfärbung ganz leicht schon mal den Unterschied. Ne? Okay. Richtig. Ne? So, jetzt habe ich hier einen ganz einfachen Kartonstreifen. Ich mache jetzt erst den Wassertropfen drauf, ohne. Ja, es bleibt stehen. Mhm. Jetzt mache ich hier einen Tropfen drauf mit Netzwasser. Das ist schon so breit, läuft schon so schnell, man sieht richtig schön, ja, da dass es ganz einfach schon einzieht. Genau. Ja, also man sieht schon gleich direkt ganz einfach halt, ne, dass das Wasser jetzt hier oben abperlt, ne, weil es halt keine Möglichkeit hat, weil durch die Oberflächenspannung es nicht in der Lage ist, jetzt in den Pappdeckel jetzt hier einzuziehen. Ne. Man läuft jetzt auch schön ab und da sieht man, hier ist es eigentlich so gut wie gar nicht eingedrungen und hier mit dem Netzmittel komplett in die Pappe oder Papier eingezogen. Ja, okay. Genau. Ne? Ja, gut, das ist das Grundprinzip, was man ja eigentlich nutzt zum Löschen, dass man quasi gerade diese Tiefenwirkung hat, was man sagt. Und das sieht man jetzt schon auf dem Papier hier. Ne? Genau. Toller Nebeneffekt ist halt ganz einfach, dadurch, dass jetzt hier ganz einfach das Wasser jetzt schon einzieht, was mit Netzmittel behandelt ist, also das Netzwasser, ja, brauche ich auch weniger Löschmittel. Ich habe das Feuer schneller unter Kontrolle. Ja, und verursacht dadurch auch ganz einfach halt einen geringeren Wasserschaden halt dann. Ne? Okay. Ja, da gehen wir später nochmal drauf ein, aber erstmal ist es ja ganz interessant, um den Vergleich zu sehen. Also das ist ja schon mal eigentlich einfach beschrieben. Genau. Gleich drauf gekommen, das einfach mal so zu zeigen. Ja, also ganz einfacher Versuch, kann jeder zu Hause nachmachen. Wir feiern das, die haben Ideen, du. Ja, Wahnsinn, gell? Und was haben wir hier Schönes? So, hier bei dem Versuch wollen wir auch nochmal ganz einfach die unterschiedliche Löschwirkung zwischen Wasser und Netzwasser zeigen. Und jetzt zeige ich euch ganz einfach, was passiert, wenn ich nur Wasser drüber laufen lasse. Ja, es perlt ab, es läuft runter. Und jetzt nehmen wir das Netzwasser. Oh ja. Ja, ja, okay. Wir haben jetzt gleich den Vergleich, das also schon sofort einzieht hier ganz einfach in die kleinen Öffnungen dieser Spanplatte und hast sofort halt ein Eindringen in die Oberfläche. Nochmal der Vergleich. Also das ist schon krass. Ja. Tristan, Mensch, das ist ja coole Sachen. Ja. Also das ist ja echt toll. Also das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja wahnsinnig interessant. Bei Waldbränden kann man das nehmen, da hat er sofort eine hohe Löschwirkung und halt auch halt, das Wasser dringt tiefer ein, sofort ganz einfach ins Totholz und Baumstämme, was da halt rumliegt und man hat halt da halt keine Garantiefälle halt so schnell. Ne? Wichtig ist halt hier auch wieder die Einsatzvorplanung, ja, muss mir im Vorfeld Gedanken machen, darf ich in dem Bereich Schaummittel, Netzmittel einsetzen, ne? Vielleicht habe ich dann Wasserschutzgebiet oder sowas, ja, und das soll ich ganz einfach halt vorher mit dem Förster oder halt dann mit der Umweltbehörde abklären, damit ich da im Nachgang nicht irgendwie Probleme halt bekomme. Okay, aber wie gesagt, wir zum Beispiel bei Moorbränden oder sowas machen auch immer Netzmittelzumischung, weil das einfach die Wirkung viel besser in den Boden reingeht, als wenn es oben einfach abperlt. Richtig. Ähnlich wie hier, also das war cool. Okay, na? Klasse. Super. So, jetzt machen wir das Gleiche nochmal, nur ein bisschen größer. Das heißt, wir haben jetzt zwei Palettenstapel aufgebaut, werden die gleich mal anzünden und auch auf dieser Seite mit Netzmittel löschen, auf dieser Seite ohne. Also nur ganz normal mit Wasser und Netzmittel. Wichtig ist, dass wir natürlich beide Seiten gleich löschen, um Parameter, Einflüsse zu vermeiden. Das ist gar nicht so einfach, aber die Trupps sind natürlich hier top ausgebildet. Und wir versuchen jetzt erstmal, beides gleich anzugehen. Wir werden jetzt nicht gleich löschen, sondern nur mal ein bisschen bekämpfen und stoppen und gucken, wie sich was verändert. Das ist für uns ganz wichtig, mal einfach mal so eine Zwischenbilanz zu ziehen. Deshalb werden wir jetzt gleich mal hier den Löschangriff beginnen. Tristan, Firedoss beobachtet das Ganze. Wir haben den Zumischer, sozusagen den mobilen Zumischer quasi aufgebaut. Genau, wir haben das DZ-1000 jetzt hier genommen. Das ist die mobile Zumischeranrichtung. Die haben wir jetzt schon bereits in die Leitung eingekuppelt
und haben da schon Netzmittel eingestellt und können da jetzt sofort loslegen. Man muss jetzt aber fairerweise sagen, wir haben jetzt gesagt, wir nehmen nur eine Pumpe, um auch diesen Parameter nicht zu verändern. Nur normalerweise fährt ein Schaumeinsatz oder ein Netzmitteleinsatz einen anderen Druck, einen höheren Druck wie ein Wassereinsatz. Ne? Das ist jetzt eigentlich eine kleine Unschärfe zum Nachteil vom Netzmittel, aber wir wollen es trotzdem mal so versuchen. Genau. Das heißt, wir fahren jetzt mit einem Pumpendruck von ungefähr 7 Bar. Ja. Weil man hat ja so ein bisschen Verluste auf der Strecke auch und dann hoffen wir, dass wir hier mit mindestens 5 Bar am Strahlrohr rauskommen. Das Besondere ja bei diesem Firedos-Zumischsystem ist ja, dass man weniger Druckverlust hat wie bei den klassischen Zumischern, sage ich mal, ne? Korrekt, ne? Also wir haben hier nur minimalen Druckverlust im Vergleich zum normalen Venturi-Prinzip, wo wir ja schon von 40% Druckverlust allein schon durch dieses Prinzip ganz einfach reden. Genau, aber in dem Moment, wo man irgendwas zumischt, wo man den Wasserstrahl irgendwie anfasst, hat man ganz tolle Druckverluste. Ich glaube, auch die Leute würden sich wundern, was so ein Rückflussverhinderer für einen Druckverlust hat. Genau. Aber wie gesagt, egal, diese Unschärfe haben wir zum Nachteil, zum Netzmittel. Wir wollen trotzdem mal gucken, wie sich das verhält. Wir fangen jetzt mal an, kurz die Löschgruppe in Position zu bringen. Wir fangen an mit der bezaubernden Sandra, die den Verteiler bedient. So, dann holen wir nochmal den Thorsten quasi als den Melder, der den Zumischer bedient. Und dann kommen Melissa und Hans, sozusagen die Netzmittel-Crew, und Fee und Dirk. Super. Tristan, du überwachst das, dass wir auch alles richtig machen, rein von der Zumischtechnik. Bist du sozusagen mein Fachberater und wir würden dir sagen, zünden wir erstmal die Haufen an und lassen beide erstmal schön in Gang kommen. Ne? Richtig. Okay, los geht's. Drei, zwei, eins. Löschen. Drauf. Unten. Schneller links, runter. Hoch, runter, Wasser halt. Runter, hoch, runter, Wasser halt. Man sah, es wirkt, als ob links viel mehr Wasser kommt, trotzdem, ja. Ne? Weil wir haben da etwas Druckverlust. Genau. Aber trotzdem viel effektiver, ne? Genau, ne? Also wir haben hier drüben, der rechte Stapel ist schon fast aus jetzt, ja? Ja. Mit ungefähr der gleichen Menge Wasser und hier drüben bei der linken Seite mit Wasser, ja, da ist es halt noch richtig am Brennen. Ne? Und man sieht jetzt auch, wie das zurückkommt, das brennt sofort wieder, ist wieder sofort ein Feuerbrand. Genau, ne? Und das dauert noch, ne? So, hier drüben haben wir halt hier, wird das Feuer auch wieder halt langsam kommen, es muss aber erst sich wieder thermisch aufbereiten. Das Netzwasser in dem Holz muss erst wieder verdunsten und auf der linken Seite sehen wir halt, da ist das Wasser, ja, nicht eingedrungen in die Tiefe und somit haben wir halt hier gleich wieder halt den Vollbrand ganz einfach am Stapel. Oben, rauf aufs Feuer. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Runter. Bisschen volleren Strahl bei dir. Okay, hoch. Runter. Hoch. Runter. Jetzt mittig draufhalten. Mitte. Und Wasser halt. Also von hier sieht man es an, die wunderbar. Ja. Interessant. Also der ist ja unten komplett hohl. Genau, unten komplett schon weggebrannt. Ne? Genau, und jetzt wollen wir nochmal die Temperaturen gucken, kurz mit der Wärmebildkamera. Tja. Und links. Von da, wo ihr steht, ausmachen. Okay? Ohne zur Seite zu gehen. Wassermarsch. Auf Marsch! Das Problem ist jetzt auch. Wasser halt! Das Problem ist jetzt auch, dadurch, dass hier drüben schon es eingestürzt ist, können wir das Brandgut von der Position gar nicht mehr richtig erreichen, wird nicht mehr ablöschen. Ne? Und hier können wir schön durchschießen und erreichen fast alle Gefacher hier in der Palette, ne? Und haben halt auch noch den Vorteil, dass die Struktur in Ordnung ist. Ja, genau, es ist ein bisschen nachteilig, aber wie gesagt, im richtigen Brandeinsatz kann man sich ja auch nicht die Seite aussuchen, von der man löschen kann. Genau. Das ist ja auch Wahnsinn, wie es auch nachhält. Ja. Oben war erst noch ein bisschen eine kleine Flamme, aber die ist mittlerweile auch ausgegangen, weil sie gar keine Fläche hat, um sich auszubreiten, weil alles benetzt ist. Und hier ist es natürlich jetzt eingestürzt, aber es kann ja im Wageneinsatz auch passieren. Nicht immer kann man von allen Seiten rangehen wie hier. Ich habe auch bewusst nur von einer Seite mal gelöscht. Aber ich denke mal, die Löschwirkung ist eindeutig erkennbar. Ne? Richtig. Haben sie gut gemacht. Genau, ihr könnt erstmal den Trupps
Also es ist gar nicht so einfach, das so gleich zu machen. Wir können erstmal den Trupps erstmal schon mal ein Gefällt mir geben. Aber total interessant. Wollen wir mit der Wärmebildkamera noch mal kurz gucken? Ja, gerne. Ja, das ist eigentlich so gut wie kalt. Okay, andere Seite. Man sieht ja teilweise, man sieht ja so richtig Temperaturen, also teilweise 600 Grad hier noch drin. Da ist also wirklich noch was ordentlich im Gang. Echt interessant. So, Tristan, was sagst du? Ja, ist genau das rausgekommen, was ich mir gedacht habe, was rauskommt, beziehungsweise was ja eigentlich schon von vielen so proklamiert wird. Und das haben wir heute eindrucksvoll gesehen. Also ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt positiv überrascht. Ich hätte nicht, dass es so doll ist, auch allein schon bei diesem Versuchsaufbau, dass es so deutlich ist. Man spricht zwar mal drüber, aber es ist mal zu sehen, ist auch eine andere Sache. Aber beim Löschen, auch dass der andere Haufen eingestürzt ist, das war jetzt also wirklich komplett identisch alles. Und da sieht man mal, was das ausmacht, auch Zeit, wie wichtig ist, dass man schnell effektiv löscht. Also nicht nur, dass man schnell alles aufgebaut hat und anfängt zu löschen, sondern dass man auch schnell das richtige Löschmittel nimmt für den richtigen Einsatz und quasi so größeren Schaden vermeidet, ne? Genau. Es geht auch um Gebäudestatik und sowas. Richtig, ja. Also wenn ich einen Innenangriff mache, so wäre ja schön, wenn das Gebäude auch nicht einstürzt, ne? Genau, ne? Okay, also total faszinierend. Beim letzten Video gab es ja auch das Thema mit den Umweltschaden. Da würde ich gerne mal drauf eingehen. Natürlich ist ein mit Schaummittel benetztes Wasser umweltunverträglicher als normales Wasser. Da gibt es aber ein Aber, ne? Genau, ein Aber gibt es immer. Es ist halt die Frage, mache ich halt das Feuer mit normalem Wasser aus und brauche 200 Liter oder habe ich vielleicht nur 50 Liter und nehme Netzwasser und habe den gleichen Effekt. Also ja, und das Wasser, was am Ende letztendlich rausgefahren brennt, ist eh kontaminiert, ne? Genau. Ich glaube, ne? Da spielt es unbedingt nicht die größte Rolle, ob da jetzt noch Seife mit drin ist oder nicht. Richtig, ne? Und die heutigen Schaummittel, die wir ja hier alle Land auf Land ab verwenden, sind alle flurfrei, also auch umweltverträglich und die bauen sich auch in der Natur dann ab, ne? Also genau. Nur aber damit man halt drüber nachdenkt, weil der Brandschaden ist auch, wie viel kontaminiertes Wasser dabei entsteht. Und das kann man geringer. Weil das Thema war letztes Mal, und deshalb dachte ich, sprechen wir es nochmal an. Genau. Für die, die noch Zweifel hatten, es ist besser, mit weniger Wasser auszukommen und weniger kontaminiertes, verseuchtes Wasser zu haben. Quasi nach dem Einsatz, dann nimmt man lieber Netzmittel und macht es lieber schneller aus und effektiver. Ne? Das ist sozusagen der Gedanke auch dabei. Und also ich war total begeistert, dass es so klappt. Genau, war schön. Super. Kommentiert mal, wenn ihr Fragen habt an Firedoss. Wir sind ja Spezialisten, wenn es um Schrauben geht. Ruhig fragen, es gibt keine falsche Frage. Einfach fragen oder direkt mal anschreiben. Kann man bestimmt auch machen, ne? Firedoss, ja, klar, direkt. Ja. Ne? Also, mir ist wichtig. Firedoss.de. Genau, das. Genau, oder so. Ich blende euch das hier nochmal ein. Wie gesagt, wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, bevor ihr es falsch macht oder ein schlechtes Gewissen habt, fragt einfach und dann ist so alles gut. Also ich denke mal, es ist wichtig, dass wir am Ende des Tages professionell arbeiten und effektiv vor allem und schlagkräftig sind. Wir sind ja Profis und keine, die das vorher zum ersten Mal sehen, sondern wir bereiten uns auch gedanklich darauf vor, was wir machen. Okay, Tristan, vielen Dank, ja. War cool. Danke, dass du da warst. Mega. Und auch die Feuerwehr hier in Södel, muss ich sagen, total coole Truppe. Das hat super geklappt. Gleich erster Versuch, zack, 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 alles aus. Perfekt. Also lieben Gruß auch an die Kameraden und Kameraden der Feuerwehr Södel. Und wir gucken noch mal ein bisschen rum. Ich will mich gleich noch mal in einem anderen Video noch mal die Einstellung gucken von dem Firedoss-System. Das interessiert mich tatsächlich. Genau. Okay. Ja. Bis dann. Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das ist kein neuer Kanister. Ja. Bei uns sind die tatsächlich auch oft so nur gefüllt. Ne? Das ist nach dem Einsatz gerade, nach den gesamten Vorführungen hier, ist der Kanister immer noch so voll. Das heißt, wir haben irgendwie so viel nur verbraucht. Und dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, was das bedeutet und was das gebracht hat für so ein bisschen Schaum oder Netzmittel. Brauchen wir nicht weiter drüber reden, glaube ich. Genau. Ne? Oder? Also schlecht fahren kann ich aber gut. Dürft wieder atmen. Das genau. Gute ist aber, das Firedoss-System ist ja generell ja, hat weniger Druckverlust genau. Wie diese Klasse. Das Besondere natürlich bei diesen Firedoss-Zumischern ist, dass der Druckverluft. Verluft. So, also, wir legen los. Nicht, kein Lachkampf hatten wir letztes Mal, glaube ich, ne? Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Kann losgehen? Kann losgehen. Du willst es? Ich will's. Okay. Tom! Ja.
Einer macht's immer. Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Welche Feuerwehr war das hier nochmal? Södel.